Ich begrüße euch zu einem neuen Schwangerschaftsupdate. Es ist mal wieder an der Zeit. Ich bin jetzt in der 19. Schwangerschaftswoche, jetzt wo ich dieses Video drehe. Ihr werdet es ein bisschen später sehen. Aber deswegen habe ich heute meine Schwangerschaftswochen 13 bis 18 für euch. Im letzten Update habe ich euch das erste Trimester zusammengefasst. Und ich mache das jetzt immer so wochenweise, so ein bisschen, ja, fasse so ein paar Wochen einfach für euch zusammen, erzähle euch, wie geht es mir, wie geht es dem Baby, ist irgendetwas Besonderes passiert in dieser Zeit? Ich freue mich wie immer über einen Daumen nach oben von euch und wenn ihr auch gerade schwanger seid, dann lasst mir den Schwanger-Emoji in den Kommentaren da und schreibt mir noch dazu, in welcher Schwangerschaftswoche ihr seid. Ich habe im letzten Update schon erzählt, dass es mir am Ende des ersten Trimesters schon, wie ganz typisch und wie man so häufig liest, deutlich besser ging als ja, zu Beginn der Schwangerschaft. Ich hatte nicht mehr diese extreme Müdigkeit und konnte auch endlich wieder normal essen. So ganz selten war noch so ein bisschen Übelkeit da. Das wurde, wie schon im letzten Update gesagt, ab der 11. Woche bei mir besser, aber ab der 13. war es wirklich ja, erheblich besser. Wie gesagt, so ganz bisschen hin und wieder mal habe ich so ein bisschen Übelkeit verspürt, wenn ich längere Zeit nichts gegessen habe, aber nichts im Vergleich mit vorher. Ich muss einfach sagen, dass es mir ab der 13. Woche endlich wieder so richtig gut ging und dass ich auch endlich wieder so richtig, ja, voll motiviert und auch effektiv arbeiten konnte. Das war mir sehr wichtig, das hat mir nämlich sehr, sehr gefehlt. Deswegen war ich sehr dankbar, dass es dann halt auch wirklich ja, mit Beginn des zweiten Trimesters endlich wieder bergauf ging. Ich habe aber sehr darauf geachtet, dass ich mich nicht übernehme und mache das auch immer noch. Das heißt, ich packe mir die Tage nicht zu voll und an manchen Tagen, wenn ich doch sehr, sehr müde bin, gönne ich mir hin und wieder einen Mittagsschlaf. Ja, ich weiß, dass ich da in einer privilegierten Situation bin, dass das für mich möglich ist, weil ich selbstständig von zu Hause aus arbeite. Und ja, ich bin da sehr, sehr dankbar für, dass das möglich ist an manchen Tagen. Die größte Neuigkeit war für uns, dass wir in der 13. Woche schon erfahren haben, ob wir einen Jungen oder ein Mädchen bekommen. Wir haben uns bei dieser Schwangerschaft dazu entschieden, einen Pränataltest zu machen und deswegen wussten wir das auch so früh. In erster Linie ging es bei diesem Test natürlich darum, um zu gucken, da ich ein gewisses Alter überschritten habe und ja, ich bin über 35 und ja, ging es einfach zu gucken, so gibt es etwas ja, Auffälliges und das wollten wir einfach für uns gerne wissen, wenn denn da etwas ist. Aber es ist alles völlig in Ordnung und ja, ein schöner Bonus ist natürlich, dass man dann doch schon so früh das Geschlecht des Kindes weiß. Also keine Auffälligkeiten, es sieht alles prima aus beim Baby, auch bei der nächsten Kontrolle darauf. Die war in der 14. Schwangerschaftswoche, war alles genauso wie es sein muss, Baby genauso groß wie es in dieser Schwangerschaftswoche sein sollte. Und ja, da waren wir einfach sehr, sehr dankbar und glücklich drum. Ich hatte auch überhaupt gar keine Beschwerden, von daher, das war somit so der schnellste Termin. Also es ging wirklich rucki-zucki rein, einmal ganz kurz Ultraschallgerät draufgehalten, wirklich nicht lange, nur einmal kurz, um zu gucken, okay, Herzchen schlägt noch, prima, alles gut und tschüss. Und danach war auch wirklich alles völlig unauffällig. Aufregend wurde es dann für mich wieder so in der 16. Woche, weil ich mir eingebildet habe, beziehungsweise so zu 100% bin ich mir immer noch nicht sicher, aber ich meine erste Kindsbewegungen gespürt zu haben. Das ist noch früh, aber man sagt ja in der Folgeschwangerschaft, passiert es häufig, dass Frauen das schon eher spüren, weil sie halt wissen, wie sich das anfühlt. Und ich hatte halt so das Gefühl, dass ich hin und wieder, wenn ich ganz ruhig saß, so dieses typische Gefühl von Seifenblasen, die innen am Bauch zerplatzen, fühle, was somit so das Erste ist, was man an Kindsbewegungen irgendwie spürt. Also wie gesagt, 16. Woche, noch sehr, sehr früh und könnte jetzt natürlich auch irgendwelche Darmbewegungen gewesen sein. Aber ich meine, es waren erste Kindsbewegungen. Ganz sicher war ich mir dann aber wirklich so ab 17., 18. Woche rum, denn da habe ich dann so sehr weit unten so die ersten Stupser gefühlt. Und ja, das kenne ich halt auch noch aus der Schwangerschaft mit meinem Sohn, aus meiner ersten Schwangerschaft. So diese kleinen, süßen Stupser, die ab und zu mal kommen. Ja, und als ich das gefühlt habe, ja, da war ich mir sicher und das ist ja dann auch immer so ein Zeichen für einen selber, okay, es ist alles in Ordnung, weil vorher weiß man ja einfach auch nicht, okay, ist dann noch alles in Ordnung? Und wenn man so paranoid ist wie ich, macht man sich da konstant Gedanken. Also mir ging das zumindest so und seit ich jetzt regelmäßig diese Stupser fühle, dann weiß ich, okay, das Baby sagt mir kurz Hallo und alles ist gut. Trotzdem habe ich sehr den nächsten Ultraschalltermin herbeigesehnt, um das Pünktchen nochmal zu sehen. Der letzte war ja 14. Woche.
Das war Anfang Dezember und die Zeit jetzt zwischen den nächsten, also dem darauffolgenden Termin, die war schon sehr lang, muss ich sagen. Auch weil da die ganzen Feiertage zwischenlagen und so. Und ja, das war wirklich, ich war ein bisschen ungeduldig. Aber wie gesagt, gegen Ende kamen dann ja dann diese ersten Kindsbewegungen dazu, die mich dann halt wieder auch so ein bisschen beruhigt haben. Aber der nächste Termin, das war dann so der große Ultraschall, der war dann in der 19. Woche, Mitte der 19. Woche, da erzähle ich dann im nächsten Update ein bisschen was zu. Ich habe schon gesagt, essen kann ich wieder vollkommen normal, was eine sehr, sehr große Erleichterung für mich ist. Vor allem, weil ich auch wieder so meine Speiseplanung oder meiner Speisenplanung nachgehen kann, was meinen Alltag einfach völlig erleichtert. Aber ich habe halt abends gefühlt Dauerhunger. Also ich habe halt echt auch Gelüste. Also wenn ich abends auf dem Sofa sitze, dann esse ich eigentlich in einer Tour. Was ich beispielsweise seit Weihnachten fast jeden Abend brauche, ist eine Schale mit verschiedenen eingelegten Gurken. Wir hatten nämlich vom Raclette an Heiligabend halt so verschiedene eingelegtes Gedöns gekauft und da hatten wir noch was übrig und auf einmal saß ich dann da halt abends auf dem Sofa und habe gedacht, boah, jetzt so eine saure Gurke, mega. Habe mir so ein Schälchen gemacht und seitdem esse ich das wirklich fast jeden Abend und brauche das auch. Also je saurer, desto besser und ich stehe da total drauf. Aber halt auch Süßes. Ja, es ist halt so ganz klassisch. Ich komme mir so Klischee, ich komme mir vor wie so eine Klischee-Schwangere. Also ich dippe jetzt nicht die saure Gurke in die Nutella oder was. Aber halt erst esse ich diese Schale saure Gurken und danach kommt dann so, oh, und jetzt Schokolade. So sieht dann mein Abend aus. Ich esse mich durch unsere Süßigkeitenvorräte und eingelegte Gurkenvorräte. Versuche aber auch einfach nicht mehr so viel zu Hause zu haben. Mittlerweile mache ich das so, wenn ich so richtig Lust auf was Süßes habe, dann trinke ich eine heiße Schokolade. Und ja, und die hilft dann auch. Also die stillt dann halt auch wirklich so diese Lust auf was Süßes. Das hilft ganz gut. Interessanterweise geht es tagsüber mit dem Essen. Also da kann ich halt auch wirklich mich relativ gesund ernähren, sage ich mal. Ich versuche da sehr drauf zu achten, auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung, dass ich halt wirklich genug Nährstoffe zu mir nehme. Aber abends ist halt, gibt es halt wirklich überhaupt gar keine Alten mehr. Der Bauch ist mittlerweile auch ordentlich gewachsen. Also ich merke da einen deutlichen Unterschied. Ich habe ja so, was habe ich, weiß gar nicht, mit 13., 14. Woche ungefähr habe ich meine Umstandssachen rausgekramt aus meiner ersten Schwangerschaft. So die Hosen, die brauchte ich dann nämlich schon. Und da saßen sie noch ein bisschen locker. Und jetzt mittlerweile, ja, merke ich, dass so dieser, die Hosen mit dem, wo so ein großer Bauchbund ist, da ging der vorher wirklich auch so bis unter die Brust. Mittlerweile geht der so bis, ja, bis zur Hälfte vom Bauch. Also da merkt man halt schon, oder merke ich halt schon, wie der Bauch halt echt richtig gewachsen ist in den letzten Wochen. Ich mag es sehr. Es wird langsam auch in manchen Sachen so ein bisschen beschwerlich. Wenn ich nachts im Bett liege, mich von einer Seite auf die andere zu drehen, ist halt manchmal ein Akt. Manchmal, wenn ich auch so richtig tief ins Sofa eingesunken bin, wird es halt auch manchmal ein bisschen schwierig, da wieder hochzukommen. Aber es geht noch. Es geht noch. Also es ist jetzt noch nicht mal ganz die Hälfte der Schwangerschaft erreicht. Also da kommt noch einiges auf mich zu, glaube ich. Aber es ist auch in Ordnung. Also ich kenne das schon aus meiner ersten Schwangerschaft. Da war der Bauch auch sehr, sehr groß. Und was jetzt auch in der 18. Woche tatsächlich so ein bisschen angefangen hat, das ist, ich habe so ein bisschen gegoogelt, ja, so ein bisschen die Symphyse. Also so ein Schmerz am Schambein. Vor allem dann halt ab nachmittags und abends an Tagen, wo ich wirklich sehr viel auf den Beinen war, da merke ich das halt schon sehr. Da tut es halt auch weh, wenn ich dann halt abends im Bett liege und so. Aus meiner ersten Schwangerschaft kenne ich das nicht. Da hatte ich das nicht. Das hatte ich da nicht. Ich hatte vieles anderes, aber das nicht. Und sonst muss ich sagen, ist es eine sehr, sehr unaufgeregte Schwangerschaft, weil sonst, ja, wofür ich sehr dankbar bin, weil einfach jetzt gar nicht so viel Außergewöhnliches passiert, was ja auch ein gutes Zeichen ist. Ich werde euch aber natürlich auf dem Laufenden halten und irgendwann werdet ihr das nächste Schwangerschaftsupdate sehen hier auf diesem Kanal. Nächste Woche gibt es aber erstmal ein anderes Video. Ich freue mich sehr, wenn wir uns dann wiedersehen und sage bis dann. Tschüss!